diese Leidenschaft kennt auch sie, Josefine Hoppe. Märchenerzählerin, Schauspielerin, Sprecherzieherin und Theaterchefin. Sie hat von klein auf den Zauber der Schauspielerei erlebt. Denn ihr Vater gehörte zu den ganz Großen seines Fachs, Rolf Hoppe. Ihm hat sie nun... Schaffen Sie es denn bis zum Morgen? Spielen, das ist wahrlich eine faszinierende Welt. Ob nun bei solchen Brettspielen oder wenn man in andere Rollen schlüpft. Und genau diese Leidenschaft kennt auch sie, Josefine Hoppe. Märchenerzählerin, Schauspielerin, Sprecherzieherin und Theaterchefin. Sie hat von klein auf den Zauber der Schauspielerei erlebt. Denn ihr Vater gehörte zu den ganz Großen seines Fachs, Rolf Hoppe. Ihm hat sie nun ein sehr persönliches Buch gewidmet. Darüber werden wir gleich mit ihr sprechen. Doch schauen wir zuvor an einem Ort vorbei, der den Hoppes sehr am Herzen liegt. Mitten im beschaulichen Weißig vor den Toren Dresdens steht Hoppes Hoftheater. Hier hat sich Schauspiellegende Rolf Hoppe vor 25 Jahren seinen Traum vom eigenen Theater erfüllt. Heute leitet es Hoppes Tochter Josefine zusammen mit einem Förderverein. Theater in einem ehemaligen Bauernhof. Aufwendig wurde das Gut Jahr für Jahr umgebaut. Wo früher die Kühe standen, steht heute die Bühne. In der Scheune, wo Stroh lagerte, ist heute ein Kammertheater für bis zu 100 Personen. Klein und fein ist es und mit viel Einfluss des Meisters. Wir haben das hergerichtet und dann haben wir angefangen, sogar der Papa selber hat ein paar Bilder ausgesucht und hat hier ein bisschen Hoppe hingehangen. Und irgendwann sagte er aber, Mensch, wir müssen das mal wieder umhängen, so viel Hoppe hier in einem Zimmer. Aber wir haben gesagt, Papa, nee, das ist genau das, was die Leute wollen. Die kommen hierher, wollen ein bisschen gucken, so die unterschiedlichen Fotos hier, so deine Rollen, das, wo du den Oscar bekommen hast, Bekannte, Unbekannte, die Indianerfilme. Und hier drüben haben wir... 7 Fotos sind von ein und demselben Film. Da hat er gesagt, da will ich mal die Kunst der Maske zeigen. Und ich kann mich noch erinnern, das war so in den 70er Jahren. Als Kinder haben wir das schon ein bisschen mitbekommen, wenn er so vom Dreh gekommen ist. Der Geist von Rolf Hoppe lebt im Hoftheater weiter. In die mächtigen Fußstapfen des Vaters wollte Josefine Hoppe als junges Mädchen nicht treten. Die waschechte Dresdnerin erlernte den Beruf der Feinmechanikerin. Zum Schauspiel kam sie über ihr Germanistik- und Sprechwissenschaftsstudium. Ich stehe auf der Bühne, aber so mich als Schauspielerin zu bezeichnen, das ist immer noch, da habe ich immer noch so ein bisschen Manschetten. Ich habe ja eigentlich Sprechwissenschaft studiert in Halle und dort hatten wir auch Programmgestaltung. Und da bin ich so Stück für Stück, haben wir auf der Bühne gestanden und Gedichte und so weiter gesprochen und da ist mir das schon ein bisschen näher gekommen, denn ich wollte es nie werden. Der plappernde Kaplan klebt peppige, poppige Pappplakate an die klappernde Kapellwand. Bla, ble, blo, bli. Josefine Hoppes Kunst ist das Sprechen. Sie ist Sprecherzieherin, Sprecherin und eine leidenschaftliche Märchenerzählerin. Schick uns die Not, noch ehe das Herz erschlafft. Gib täglich Brot jedem, der sich's erschafft. Ich mag es ja sehr, Neues auszuprobieren. Ich habe mal Puppenspielunterricht genommen, ich habe mal Tanzunterricht genommen, Schauspielunterricht sowieso. Und versuche, wenn sich eine neue Idee bietet, ich bin für alles zu haben. In Hoppes Hoftheater wird der Vorhang noch mit der Hand aufgezogen. Der Scheunensaal ist derzeit eine Baustelle, eine Lüftungsanlage wird eingebaut. Natürlich hilft beim Einbau auch Josefine, wie ihr Mann verrät. Das Schöne an Josefine ist, dass sie sich zu nichts zu schade ist, dass sie bei allem, was wir machen, mit dabei ist und auch anpackt. Ja? Das ist auch ein Stückchen Papa. Papa war sich auch zu nichts zu schade, also Rolf natürlich. Ne? Der hat auch, wo was anzupacken war, hat er angepackt und ob er das nun konnte oder nicht, das war egal. Ja? Aber er hat erstmal zugefasst. Nein, das ist ja auch irgendwo sympathisch, ob es, ja... Und hat zugefasst und das macht sie auch. Das hat sie von ihm, ja. Aber ob er es nur konnte oder nicht, weißt du. Was der Bäckerssohn Rolf Hoppe am besten konnte, ist in einer neuen Biografie zu lesen. Zum 90. Geburtstag des Vaters hat Josefine Hoppe im Eigenverlag das Buch herausgegeben. Zusammen mit Texten von Thomas Morgenroth wird auf den Menschen Hoppe geschaut. Auf den liebenswerten Familienvater, Pferdeliebhaber, Pfeifenraucher, Hobbygärtner und Sammler. Ein schöner Ort. Schön.
Schön habt ihr das gemacht. Schön. Schönes Filmchen, ja? Ein schöner Ort mit sehr schönen Geschichten. Willkommen, Josefine Hoppe. Guten Tag. Guten Tag, Frau Hoppe. Nein, wir sind nicht so förmlich, liebe Zuschauer, das müssen wir jetzt an der Stelle mal sagen, denn für uns zwei ist es ein Wiedersehen. Wir haben uns kennengelernt vor 40 Jahren. Du sagst nicht. Wir sagen es nicht. Wir sagen nicht, also vor langer Zeit. Und uns hat, so gesehen hast du das ja auch von deinem Papa vererbt bekommen, die Liebe zu den Pferden vereint, weil wir nämlich im selben Reitstall geritten sind. Genau, in Raik, ne? In Tourismusstall neben der Rennbahn. Genau, Tourismusstall neben der Rennbahn. Beim Schmittel. Beim Schmittel. Es war eine wunderschöne. Guck mal, Josefina. Was denn? Da haben wir dich. Ja, wer ist das? Ist das der Ico? Das ist Alex, würde ich jetzt mal sagen. Du sitzt auf Alex drauf. Du hast recht, ja. Es ist, damals sahen Fotos natürlich noch anders aus. Ja, und da sind auch ein paar Hosen, ne? Selbst geschneidert, da wurde dann was. Genau, das bin ich mit Heimwerks. Kannst du sagen, ja. Na? Genau. Ach, wie schön. Es war wirklich eine. Du mit Asta. Ach. Hast du die Namen noch drauf eigentlich? Na, so ein bisschen, ja. Eben hast du mich ja korrigiert, aber trotzdem. Ach, naja, eine herrliche Zeit, ne? Super. Aber es war wirklich eine herrliche Zeit und. Gut sitzt du drauf. Naja, das war kurz vor meinem zweiten Sprung mit Attilo. Wollte gerade sagen, Attilo, der hat die Platte, ne? Der hat sich immer die Mähne abgeschrumpelt. Ja, das bin ich. Genau. Ja, es war ein herrlicher Ort und ich habe um jeden Tag gekämpft, den man dort, ja, hier, zweiter Sprung. Wow. Also man kann da nicht mehr genau hingucken, aber ist egal. Guck mal, jetzt haben wir ein paar Falten mehr. Ja. Haben immer noch ab und zu mal ein Pferd unter dem Hintern, so soll es sein. Ja. Und das Schöne ist, meine Liebe, wir haben uns dann ja auch getroffen und in dem Gastporträt kam es ja auch gerade, du hast ja Feinmechanikerin mit Abitur gelernt. Ja. Solche verrückten Konstellationen gab es damals in der DDR. Ja, war sehr schön. Ich kann es jedem empfehlen, nicht nur auf der Schulbank sitzen, sondern richtig schön feilen, schweißen, so mit Öl an den Händen. Wunderbar. Hast du wirklich was fürs Leben gelernt damals? So ist es. Bei Pentacon? Ja. Da habe ich nämlich zum Beispiel meine praktische Arbeit leisten müssen, deswegen sind wir uns auch da begegnet. Verrückt, ne? Mhm. Also das heißt, du nimmst jetzt auch immer noch, so wie es jetzt auch im Gastporträt ankam, du machst selber, nimmst mal Bohrmaschine. Ja, ich habe keine Angst vor einer Bohrmaschine oder so. Mein Mann kann das natürlich alles besser, dann lasse ich das machen. Aber ich kann es für ein Mädel nur empfehlen, da einfach mit zuzupacken. Mhm. Schön. Das Hoftheater, und das kam, glaube ich, wunderbar rüber. Es war für deinen Vater der große Traum, sein Theaterchen, hat er, glaube ich, immer gesagt. Ja, ja, genau. Sein Theaterchen haben. Für euch ja jetzt aber auch gerade eine schwierige Zeit, ne? Türen zu. Ach, du sag nix. Was soll man da sagen? Wir versuchen irgendwo, uns weiter über Wasser zu halten, dran zu bleiben. Na, wir probieren, so mal wieder ins Textbuch gucken und haben jetzt so ein paar Stücke auch auf Halde, die wir so mit Abstand oder jeder für sich oder im Computer so per Skype oder sowas Probentext lernen. Wir haben ein neues Loriot-Programm. Oh, wie schön. Ja, wir haben die Rechte bekommen und sortieren gerade so die einzelnen Sketche und Szenen, dann hat man ja wieder. Ist schön, ne? Kommst du? Da komme ich auf jeden Fall. Gerne. Ich liebe Loriot. Ja, das heißt also, wenn es wieder losgeht, die Theaterbühne sich öffnen darf, der Vorhang, dann mit Loriot? Du, mal sehen. Mal sehen, wie weit wir vorwärts kommen. Wir haben einmal Loriot und das andere, mein Mann probt gerade zusammen mit Freaks und Fremden, eine Theatergruppe. Die machen die Jüdin von Toledo, von Feuchtwange. Also haben wir was Schönes. So, das wird mit Puppentheater, Marionetten, Schauspiel, Tanz. Und wir haben eben das Lustige, mal sehen, das Heitere fürs Leben. Das Theater, glaube ich, ist ja ein Ort für Vielseitigkeit. Ne? Mhm. Also erinnere mich jetzt an Strickliesel, dass du Frauen einlädst zum Beispiel. Das war so eine Idee vor vielen Jahren schon. Besser als das. Wir haben ja früher vor 100 Jahren mal alle gestrickt. Ne? Ja. Und dann ging das ja wieder los, dass man Handarbeiten wieder gemacht hat und also Marmelade kochen, Laubsägezeug und so. Und stricken, haben wir gedacht, Mensch, hier im Kuhstallgewölbe stellen wir so kleine Tischchen. Guck, da sehen wir dich als Strickliesel. Und da ist sie. Ja, nee, genau. Kannst du, erzähl ruhig weiter. Kaffee aus Sammeltassen, da sieht man es. Und der Clou ist genau, die Frauen hier, man kann es Strickzeug mitbringen und im Theater weiter stricken. Und dann zeige ich, was sich so zusammengeklöppelt hat. Und das macht wirklich total Spaß. Man kommt so ins Gespräch, weißt du? Ist nicht so distanziert. Genau, wir sind nicht so da, die Bühne da, das Publikum. Das versuchen wir schon. Das ist so unser Ding auch, dass wir sagen, wir gehören zusammen. Ne? Mhm. Wir machen also das, wir versuchen mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, sitzen danach am Feuerchen. Herrlich. Bierchen, Weinchen. Herrlich. Hoffentlich geht es bald wieder los. Wir warten drauf. Auf jeden Fall ist über das Theaterchen und über Rolf Hoppe in deinem neuen Buch, was du herausgegeben hast, eine ganze Menge zu lesen. Darüber werden wir gleich, ein bisschen eintauchen, wieso es das überhaupt gibt. Ich meine, es gibt ja schon einige Bücher über deinen Papa. Ja. Liebe Zuschauer, wenn Sie Fragen haben an Josefine Hoppe, dann rufen Sie uns gerne an 0802 15 15 und die 18. Und mit ein bisschen Glück gehört dann eins dieser Bücher Ihnen. Schön.
Wir gucken uns natürlich ein paar schöne Ausschnitte mit deinem Papa an. Wir haben im Archiv ein bisschen rumgesucht. Habt ihr geguckt, schön. Aber wir haben bei der Fülle an Filmmaterial fällt es gar nicht so leicht. Aber wir haben uns zum Beispiel entschieden für einen Film, der 1964, glaube ich, in... Mensch, lange her. Zucker im Tee, sag's. Nee? Bitte. Doch. Besser hätte ich es nicht sagen können. Herrlich. Zucker im Tee, eine schöne Archivperle und wir gucken rein. Schön. Guten Abend, Inspektor. Ganz offensichtlich Arsenvergiftung. Der Tod muss vor einer knappen Stunde eingetreten sein. Genaueres nach der Obduktion. Danke, Doc. Was Besonderes? Ich habe ein paar Scherben gefunden. Wo? Im Kamin. Ich habe die zerbrochene Teetasse in die Asche geworfen. Geben Sie den Befund Banker durch. Hm? Noch was? Ja, der Tote hatte sämtliche Papiere bei sich. 176 Mark 40 Pfennige. Und hier, diese Waffe. Vorsicht, Banker, ich habe Familie. Ist das die Waffe aus Ihrem Nachttisch? Ja. Liebhaberstück. Geschenk? Ja. Gut. Bis später, meine Herren. Aber ganz schön rund, hä? Ja, komm, das ging ja immer mal so hoch und runter. Aber das Schöne ist ja, es gehörte zu ihm. Ja, na klar. Oder? Ist er ein Genießer gewesen? Hat er gerne gegessen? Du weißt, am besten eine Nudelsuppe, Kartoffelsuppe. Du weißt, wahrscheinlich hängt das damit zusammen, wenn er unterwegs ist, so war er, hat er die Drehgeschichte mit sich gebracht in den Hotels. Zu Hause sein, Brötchen, zu allen im Brötchen, schön sitzen, Löffel, das war seins. Eine Linsensuppe, was Deftiges, dieses ganze Zeug, so das Schicke im Hotel oder sowas, wo nur kleines Häppchen. Nee, was Schönes, Hausmannskost. Das ist gut. Super, Kartoffeln und Quark. Er kommt ja nun auch aus, sozusagen als aus einer Bäckerfamilie, hat ja, glaube ich, auch die Bäckerlehre angefangen, aber es hat nie gefunkt. Ne, doch, er hat gemacht, aber er war von Anfang an in Elrich, in seiner Geburtsstadt, so ein kleines Städtchen im Südharz, war auch Sperrgebiet. Also wir mussten, wenn wir zur Omi wollten, immer musste ein Schein beantragt werden. Dort hat er bei den Südharzer Jungspatzen getanzt und andere Dinge gemacht und da hat er gemerkt, Backstube ist nicht so richtig, er muss raus in die weite Welt. Und da haben die Eltern auch gesagt, Junge, ab, geh. Ja, das ist ja schon ein Glück gewesen. Ne? Er wurde abgelehnt, das erste Mal, glaube ich, Schauspielschule, habe ich zumindest gelesen, als er sich beworben hat. Und er hat es ja auch nicht ganz einfach gehabt, weil er hatte dann auch eine Stimmlippenerkrankung. Ja, es hieß Stimmbandlähmung, ob das nun wirklich so war. Auf jeden Fall war das ganz am Anfang erstmal eine richtige Kurve. Aber wo ist er hin? In Zirkus. Genau. Pferdebursche, Pferdepfleger und das hat sich ist eigentlich auch verrückt, oder? Aber du weißt, wo er reiten gelernt hat, ne? Was er immer gerne erzählt hat. Eros? Nee. Auf der Kuh. Auf der Kuh, nee, das wüsste ich nie, erzähle. Nein, nicht, mehr nicht. Auf der Kuh. Hat auf der Kuh reiten gelernt und von da an, wahrscheinlich hat die Mama ihn immer draufgesetzt, weißt du, und dann hat er, ja, aber dann ging die Schauspielerei weiter und zu den Pferden hat es ihn weiterhin immer gezogen. Ist ja eigentlich so, ich kann mich erinnern, ich war einmal bei euch zu Hause, da wohntet ihr noch, damals hieß sie noch Thälmannstraße. Ja. Und wir sind vom Reiten früh, mittags haben wir dann irgendwie kurz was gegessen bei dir und dann stand dein Vater im Flur eurer Wohnung. Was machst du so ein Zeichen? Ja. So dick war er ja nun. Nein, aber ich war nur klein und was weiß ich, 11, 12 Jahre und er stand so vor mir und merkte natürlich wahrscheinlich auch mein Beeindrucktsein und sagte, na Kind, hast du Angst? Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich ja gesagt habe, aber er war sehr präsent. War er auch präsent immer in der Familie? War er derjenige, um den sich alles drehte? Nö, wir haben uns alle um uns selber gedreht oder miteinander. Nö, wir waren immer so Arme auf und alle zusammen, glaube ich. Ne? Okay. Aber klar ist da was da. Ne? Und er durfte euch auch wirklich nie Geschichten vorlesen? Nein. Erzähler? Du, das ist... Ich mache ja auch so Kurse, ne? Lesestark, Bibliotheken, um Leuten so das Vorlesen. Und da sagten die irgendwann, ja, Josephine, du bringst uns das Vorlesen bei. Der Papa hat bestimmt vorgelesen. Nee. Und ich nach Hause, es war mir irgendwie völlig entfallen. Ich sag, Papa, sag mal, was? Ich durfte nicht. Ich sag, wieso durftest du nicht? Ja, die Mama hat mich nicht gelassen. Mama, was, warum? Ne, wenn der Vater vorgelesen hat, ne, da saß er am Tisch, ihr solltet schlafen, er machte da-dum, da-dum, da-dum. Da kam die Räuberei und natürlich kam die Mutter rein, Schluss aus, jetzt hier, die Kinder sollen schlafen.
Ich durfte nicht. Oh. Aber hat die Mama vorgelesen. Oh, die arme Christine, was deine Schwester ist, und die Josefine hat er verschreckt. Hui, so, wir haben viele Anrufer und beginnen mit Frau Weller. Hallo, Frau Weller. Ja, hallo ins Studio und viele Grüße von mir. Wir sind als Familie Rolf Hoppe-Fans. Mhm. Schon ganz, ganz lange und verfolgen alles, was Rolf Hoppe so gemacht hat und an Filmen produziert hat. Und nun sind wir auch Josefine Hoppe-Fans geworden. Wir haben jetzt Ihren Beitrag alle gesehen. Schön. Und Frau Hoppe, sind Sie ein Papakind? Papakind, Mamakind, ich würde das jetzt gar nicht so auseinandernehmen, ne? Papakind, Mama. Es ist so phasenweise, glaube ich. Papa war wochenlang zum Dreh, ne? Mhm. Mit Goiko und dergleichen. Da waren wir Mamakinder. Ja, und dann war der Papa wieder da. Ne? Dann stand der Papa im Mittelpunkt. Hm. Anders kann man es jetzt nicht so sagen. Richtiges Papakind, nee. Okay. Gut, Frau Weller. Ja, danke schön. Wir danken auch. Tschüssi, alles Gute für Sie. Tschüss. Tschüss. Und Herr noch eins. Sänger, na klar. Hallo, mhm. Herr Sänger. Mhm. Ja, schönen guten Tag. Ich grüße den Studiogast, die Frau Hoppe. Und hätte mal eine Frage. Welche Eigenschaft hat sie besonders an ihrem Vater geschätzt? Was hat... Das kann ich Ihnen sagen. Es war im Prinzip so, dass wir das als Kinder... wenn wir mit ihm unterwegs waren, wenn er mal wieder vom Dreh da war, mit Papa an der Hand, dann sind wir spazieren gegangen oder auf dem Rummel oder irgendwas. Alle Leute kannten ihn. Ne? Und natürlich, ehe wir so eine Strecke, so 100 Kilometer irgendwo hinkamen, das hat ewig gedauert, weil er natürlich auch mit allen gesprochen hat. Das fand ich jetzt als Kind immer das ein bisschen schwierig, weil wir ja froh waren, dass der Papa endlich mal da war. Aber im Nachhinein schätze ich das aufs Höchste. Er war einer zum Anfassen halt. Ne? Er hat mit allen gesprochen und das fand ich gut. Mhm. Ja, er war ja auch sehr authentisch in seinen Filmen. Ja. Und dann komme ich ja aus Annaberg, da gibt es ja auch das Märchenfestival Föbelix. Und da war er ja auch mal Ehrenbürger von dem Märchenfestival. Ja, 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 da hat er auch diesen großen Preis bekommen, ja. Genau. Genau. Okay. Da durfte ich hinfahren und ihn entgegennehmen. Und wissen Sie, wer ihn mir gegeben hat? Der Prinz aus drei Haselnüsse. Das war wunderbar. Ah, auch für mich. Hey, das kann ich mir vorstellen. Also, dass das auch für dich faszinierend war. Herr Sänger, danke für Ihre Frage. Mhm. Bitte, bitte. Tschüss, machen Sie es gut. Und wenn du jetzt gerade noch eine? Ja, wir haben noch eine, aber warte mal, ich würde, weil du gerade auch so über dich und deine Schwester und deine Eltern gesprochen hast, ich weiß nicht, ob die Kamera das mal einfangen kann, es ist einfach herrlich. Da sehen wir deine Eltern, dich und deine Schwester. Ja. So wart ihr dann unterwegs. Ja, wenn wir denn mal zusammen unterwegs waren, meistens. Wenn ihr denn das wirklich. Naja, aber genau. Das, was du gerade beschrieben hast, ist tatsächlich eine sehr zu Herzen gehende Art, die du da so rausstellst. Schön. Hm. Wir gucken uns mal wieder was an. Sachsens Glanz und Preußens Gloria. Mhm. Unvergessen. Er, Friedrich August II. Oder dann August III. Der Dritte. Polen. Mhm. Genau. Ja. Und zwar haben wir uns die Szene rausgesucht, in der ihm gesagt wird, dass... Hat er schön gespielt. Hast du gesehen, dass der Zettel, der Brief, den er gerade, genauso hat er immer Briefe aufgemacht. Mit dem Daumen rein oder mit dem Finger. Deshalb musste ich kurz lachen, hat er oben einen Ratsch. Aber trotzdem irre, ne? Kaum was gesagt. Naja. Und so getragen, die Mimik, die Ausstrahlung, das ist schon... Kann er schon gut, ne? Oder? Das kann er schon gut. Habt ihr zusammen als Familie auch immer mal dann geguckt? Kritik geübt? Ja, klar. Schon. Eine Kritik nicht, aber Papa ist mal, wenn er schon nicht zu Hause war. Da habt ihr dann geguckt. Ich meine, er hat das ja auch weitergegeben. Du sagst zwar von dir, du bist keine Schauspielerin, aber zumindest zieht es dich auf die Bühne. Deine Schwester ist Schauspielerin, ist in Dresden engagiert. Mhm. Dein Sohn hat in Berlin auch Schauspiel studiert. Was hat er denn da gesagt, als ihr alle quasi mehr oder weniger in seine Fußstapfen getreten seid? Hat sich gefreut. Ja? Und hat auch gesagt, naja, habt ihr euch das richtig überlegt? Weil es ja schon ein schwerer Beruf ist. Ne? Es ist schon, sieht immer alles so glänzend aus, so toll, im Rampenlicht stehen und so. Aber es ist schon ein ganzes Stückchen Arbeit steckt dahinter. Und gerade mit Oskar, das war eigentlich, alle Leute wussten, dass er Schauspieler wird. Aber, ihr Sohn. Oskar ist ihr Sohn. Ja, genau. Mhm. Aber für uns oder für ihn war es auch gar nicht so klar. Es hat sich dann nach dem Abi erst mal 2 Jahre nichts und verschiedene Dinge getan. Und dann hat sich's doch so ergeben. Und jetzt ist er schon fertig wieder, oh Wunder, und
Ist in Schwerin am Theater. Mhm. Und er ist ja auch nach dem Abitur mit deinem Vater dann bei Dreharbeiten unterwegs gewesen. Ne? Die beiden waren ja in Irland. Ja, ja, in Irland. Das war dann in der Zeit, als Pfeiler der Macht, Christian Schwocho, gedreht wurde. Da fragte ich so zu Hause mal, Papa, ja, nächste Woche, wie ist denn, wollen wir irgendwie, nee, bin ich nicht da. Wo bist du denn beim Dreh? Ach ja, alles klar, wo bist du? Na, in Irland. Ich dachte, man fährt mal schnell nach Irland, ne, mal arbeiten. Und da dachte ich, ich war noch nie ein, zwei Mal beim Dreh dabei. Man könnte ja noch mal, aber so kurzfristig ging es nicht. Und da kam die Idee, ob denn Oscar oder nicht. Und dann mussten wir also so fix gucken, ob denn das geht von der Produktion her, ob der Papa das will, ob Oscar das möchte. Hat geklappt und hat sich wirklich, war, glaube ich, sehr schön. Mhm. Und darüber schreibt er dann auch hinten im Büchlein. Genau, ich zeige Ihnen auch gerne noch mal den Oscar, über den wir gerade gesprochen haben, liebe Zuschauer, mit dem Opa zusammen in Irland. Hat er dir gesagt, was er von deinem Papa mitgenommen hat? Was so für ihn das hat er gesagt, aber das sage ich jetzt nicht, weil das steht da drin. Ja, das sollen die? Deswegen frage ich dich ja, weil es hier drin steht. Nee, im Prinzip war wohl eins der wichtigen Sachen, dass er da eben auch schreibt, dass er schon den Papa, den Opi kannte. Aber als er dann so mit zum Dreh gefahren ist, hat er erst mal gesehen, wer der Opi ist. Das war nochmal so eine ganz andere Seite. Er kannte ihn als den Knuddel-Opi, der mit ihm gemalt hat und durch den Garten getollt ist. Und dann hat sich nochmal eine andere Welt eröffnet. Und das ist, glaube ich, ganz schön so fürs Leben, dass ja alle Sachen immer so die verschiedenen Seiten haben, was wir kennen und wissen. Dein Vater hat große Fußstapfen hinterlassen und wir gucken jetzt einfach auch noch mal in einen Moment rein, 2017, als er auf dem Semper-Opernball, du kannst das Kissen ruhig bei dir lassen, es hat so was Kuscheliges, als er auf dem Semper-Opernball den St. Georg Orden bekommen hat und der Laudator Klaus-Maria Brandau. Mhm. Herrlich, genau. Gucken wir mal. Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist Mensch. Rolf, das passt auf dich. Tiefendiener, ich liebe dich. Lieber Rolf, ich überreiche dir den St. Georgsorden der Semperoper. Ich bedanke mich. Dankeschön, Paul. Ein paar Dankesworte. Ja, ich hab's nicht gesagt. Ein paar Dankesworte. Dankeschön! Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Ich freue mich sehr, dass ich dieses Kästchen in den Händen halten darf. Und freue mich sehr, ich habe nicht dran geglaubt, dass Klaus gekommen ist. Danke. Das ist schön. Oh. Das ist wirklich schön. Und das zeigt aber auch wieder seine Bodenständigkeit. Also, dass Klaus-Maria Brandauer da war. Mhm. Und diese Herzlichkeit und diese Innigkeit, also das hat sich ja wirklich... Hat er sich dolle gefreut. Transportiert. Das ist... Was soll ich sagen? Wir nehmen Frau Steinhauf jetzt ran. Es ist einfach toll. Und schön, dass du so offen darüber redest und dass wir das jetzt auch nochmal so feiern können. Schön. Frau Steinhauf, hallo! Ja, hallo. Liebe Grüße aus der Nähe von Magdeburg an die Josefine Hoppe. Ja? Ich habe folgende Frage. Und zwar, welches Märchen von den vielen, die Sie lesen und erzählen, ist Ihr Lieblingsmärchen? Oh. Und warum ist das Ihr Lieblingsmärchen? Das sind ja Fragen. Mein Lieblingsmärchen? Es sind ja natürlich alle schön und die man gerade mal am Wickel hat. Aber wirklich eins, was mich ganz, ganz lange begleitet ist, ich weiß gar nicht, ob du es kennst, wie das Engelshaar an den Weihnachtsbaum kommt. Nee, kenne ich nicht. Ich auch nicht. Trudi Gerster, eine Weihnachtsgeschichte, ganz was Hübsches. Wie alle kennen immer das Engelshaar und den Weihnachtsbaum, nur die Spinnen im Keller kennen ihn nicht und fangen an zu weinen und das wird ein kleiner Engel und sagt, komm, ich zeig's euch. Und da dann klettern die hoch und runter und dann auf einmal ist schon Morgen und der Engel guckt auf diesen Weihnachtsbaum, die Spinnen sind weg, alles voller Spinnenweben. Und dann nimmt er seine kleinen zarten Fingerchen und macht Bing und alles schillert und glänzt. Und so entstand das Engelshaar. Kurzfassung. Frau Steinhauf, das müssen wir jetzt mal suchen, das Märchen, dass wir das in der Langfassung auch mal lesen können.
Gut. Ja, danke schön. Danke auch. Schön. Tschüss. Tschüss. Liebe Josefine, wir haben schon gesagt, wir freuen uns auf Loriot. Und ansonsten natürlich, was das Theaterchen, wie dein Vater sagt und wie du sagst, vielleicht auch, was das in Zukunft bringt. Andere konkrete Projekte? Nee, fällt mir jetzt auf die Rasche nichts ein. Mal Aber gucken. Es ist schön zu hören, dass ihr mit den Hufen scharrt, dass es endlich losgeht. Denn das ist wichtig. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Signal für alle, die Kommen das... Kommen Sie gerne, wir warten drauf, wir freuen uns. Wird vom Verein betrieben und ich als Theaterchefin, ich kann das nicht so stehen lassen. Ich mache das mit, aber überwiegend geht das natürlich an meinen Mann, der die ganze Chose leitet und sich kümmert. Und wir also ein Verein sind, der das ehrenamtlich macht nach Feierabend. Deshalb spielen wir am Wochenende und haben jetzt 25-jähriges jährigen Geburtstag gehabt und freuen uns. Das ist eine schöne Sause und ein schönes Schlusswort. Auf die nächsten 25 dann. Irgendwann, wenn wir wieder dürfen, feiern Gerne. Wir. Danke für die Einladung. Josefine, schön, dass du bei uns gewesen schön. Bist. Danke, Anja. Und ansonsten bleib optimistisch, bleib fröhlich und dem Oscar weiterhin alles Gute, dass er in die großen Fußstapfen seines Opas tritt. Dankeschön. Danke. Wir gucken noch ganz schnell auf morgen gedanklich, liebe Zuschauer, denn da...